Ich wurde gefragt, wie man guten Content erstellt und das würde ich einfach in diesem Video mal beantworten. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. In dem Video, wie gesagt, soll es darum gehen, wie man guten Content erstellt oder gute Inhalte. Ja, müssen ja nicht alles auf Englisch besprechen. Wie erstellt man, wie geht man ran, wenn man gute Inhalte erstellen möchte? Gute Inhalte fangen letztendlich bei einer Zielgruppenrecherche an, weil die Inhalte schreibt man ja nicht für sich, sondern in der Regel für eine Zielgruppe. Man muss sich wirklich intensiv mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig und elementar, weil ohne wird es nicht möglich sein, guten Content zu erstellen, guten Inhalt zu erstellen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wenn ich mich nicht mit den Leuten beschäftige, die letztendlich das dann konsumieren sollen und an denen vorbei letztendlich diesen Inhalt erstelle, dann führt das natürlich zu nichts. Das heißt, guter Content wird erstellt, indem ich eine sehr gute Zielgruppenrecherche und Definition gemacht habe. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich schaue, welches Format sollte der Content haben, der Inhalt, den ich erstelle. Sollte es Videocontent sein? Sollte es geschriebener Content sein? Oder reicht eine Bildergalerie? Ja, auch weil das kann Inhalt für einen Konsumenten sein. Stellen wir uns vor, ich suche nach Frisuren. Ja, ich möchte zum Friseur gehen, war ich jetzt natürlich, aber ich werde irgendwann wieder gehen und ich möchte mir eine neue Frisur machen. Was wäre dann guter Content, guter Inhalt für mich in diesem Fall? Für mich wäre in diesem Fall ja sicherlich kein Text ein gutes Format, um letztendlich mein Bedürfnis zu befriedigen. Sondern für mich wäre in diesem Fall ein gutes Format entweder ein kurz zusammengeschnittenes Video, wo einfach verschiedene Frisuren vorgestellt werden, oder beispielsweise eine Bildergalerie, wo ich einfach durchscrollen kann oder swipen kann und dann verschiedene Frisuren einfach sehe und mit dieser Frisur dann, die mir gefällt, zum Friseur gehen kann und sagen kann, hier, so möchte ich auch aussehen. Das ist also auch ganz wichtig. Welches Format sollte ich wählen? Ganz, ganz essentiell. Dann geht es natürlich um die Erstellung selbst. Welchen Anspruch sollte ich in diese Content-Erstellung haben? Ja? Also, das heißt, wenn ich Bilder nutze, dann sollten die hochauflösend sein. Wenn ich Texte nutze, dann sollten die leicht verständlich sein. Ich muss schauen, wie gesagt, je nach Zielgruppe, sollte ich sehr, sehr wissenschaftlich mit vielen Quellen arbeiten, weil die Zielgruppe letztendlich das erwartet. Ja? Oder brauche ich das nicht? Kann das ein Erfahrungsbericht sein? Kann ich in der Ansprache das Du benutzen oder sollte ich eher förmlich bleiben beim Sie? Was das Video angeht, ja, wo landet der Content dann? Ja, ist das ein Content, der beispielsweise auf LinkedIn oder Facebook landet oder auf YouTube? Dann muss man auch wieder gucken, wie arbeitet die Zielgruppe mit diesen Plattformen? Ja, die nutzen in der Regel ein Smartphone. Das heißt, Hochformat ist eher oder besser gesehen als Querformat. Auch das ist wichtig. Und dann, was ich auch noch empfehlen kann, ist, dass man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Dass man schaut, okay, welche Fragen ergeben sich denn zu diesem Thema? Ja, wenn wir jetzt bei dem Thema Frisur bleiben, was gibt es denn für Arten von Frisuren? Es gibt lange, also langhaarige Frisuren, es gibt kurzhaarige Frisuren, es gibt Frisuren für Personen, die eher dünnes Haar haben, Frisuren, die eher volles Haar haben. In der Regel weiß man ja nicht, wer sitzt denn da jetzt wirklich und konsumiert das? Kann man das überhaupt runterbrechen für eine ganz detaillierte Zielgruppe? Wird immer schwieriger. Das heißt, dass ich auch schaue, links und rechts innerhalb von meines Kernthemas den Inhalt ein bisschen zu erweitern. Ja, dass ich einfach schaue, alle Leute möglichst gut abzuholen zu können. Das ist auch ganz wichtig, weil letztendlich das hilft natürlich für User, die sagen, naja, ich habe volles Haar, die scrollen da einfach weiter oder swipen weiter. Für User, die sagen, ich habe kein volles Haar, ich brauche da entsprechend richtiges Foto oder richtige Inspiration, die können das natürlich dann intensiver nutzen. Das heißt also, man sollte sich nicht zu klein und zu eng auf ein Thema spezifizieren. Nächstes Thema ist auch nochmal, was wird in der Zukunft oder wie wird sich der Markt in der Zukunft ändern? Voice Search zum Beispiel, was ist dafür wichtig? Ja, das heißt, wenn ich dort einen Text publiziere auf meiner Webseite und möchte, dass, wenn jemand fragt, hey Google, was ist die beste Frisur für mich, dass dann natürlich der Google Crawler die Information aus meinem Inhalt vernünftig auslesen kann. Das ist jetzt bei einer Frisur natürlich ein bisschen schwierig, aber lass es zum Beispiel die Größe von irgendeinem Star sein. Ja, da reicht die einfache Information nicht, sondern die muss auch im Quellcode vernünftig getaggt werden über
Schema.org kann man letztendlich gucken, da schreibt man schema.org, wie letztendlich das Tagging der Inhalte vorgenommen werden muss, dass es entsprechend auch von Suchmaschinen oder im Zweifel dann von Voice Search Suchanfragen vernünftig aufgenommen werden kann und als Antwort dann dem User gegeben werden kann. Insgesamt also guter Content ist einfach ganz viel sich mit der Zielgruppe beschäftigen, auch mal schauen, was gibt es aktuell an Content dazu schon, um einfach einen Vergleich zu kriegen, okay, wo liegt eigentlich gerade so das Level, was sollte ich mindestens auch bringen, um entsprechend was Besseres abzuliefern, weil es gibt ja meist schon zu jeder Frage eine Antwort. Manchmal gibt es aber eine Antwort, die schon sehr alt ist, dann kann ich eine neue machen, ich kann sie ausführlicher machen, ich kann sie von einer anderen Seite beleuchten. Aber im Kern, das Beschäftigen mit der Zielgruppe, das zeichnet wirklich guten Content aus, weil ich dann ganz genau weiß, welche Probleme, welche Sorgen haben die und wie kann ich das entsprechend auch vernünftig abarbeiten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast oder lass einen Daumen nach oben da, dann kommen weitere solche Videos. Gerne kannst du mir auch in den Kommentaren schreiben, was für dich guter Content ist oder was guten Content für dich auszeichnet.